Oh, die Ratten sind mir zu stark. Wir sind, das heißt zu stark. Die haben mir zu viel Leben. Oh, sehr gut. Jetzt sind wir motiviert. Noch einer tot. Obwohl, nein, warte. Ich könnte hier zwar drei treffen. Aber. Na, auch nicht. Das ist nicht das, was ich will. Wenigstens zur Seite geschoben. Ja, so kann er alle vier. Jetzt sind wir angespornt. Also die Frage ist, will ich das wirklich überhaupt machen? Auf so einen Lauf zu gehen? Doch, so schlimm ist es nicht. Die eine ist zerstört. Darüber kann ich doch schon mal froh sein, dass dieses Nest tot ist. Hier 70. 60. Okay, das Nest hier unten. Das kann ich 100% noch zerstören. Da spielt... Das steht definitiv... 100%ig fest. Oh, so geht's auch. Hutmutter hinüber. Eigentlich wollte ich noch ein Nest, aber... Ich beschwere mich sicherlich nicht drüber, dass die tot ist. Okay, ich habe ein zusätzliches... Zack. Ah, okay, jetzt habe ich perfekt. Von den Leichen. Habe ich davon mehr als genug. Okay, das Rattennest ist zerstört. Das sind Deserteure. Komm schon. Perfekt. Ich will mit euch nicht allzu viel zu tun haben. Oh, Fährtenleserlager. So früh schon. Das überrascht mich. Ja, gehen wir natürlich gleich drauf. Aber ich werde... Naja, 266. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Okay, gibt es hier irgendwas, was ich den klauen könnte? Nein. Okay, dann tun wir erstmal Holz fällen. Einmal hierauf. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Zack. 8 Holz. You have something to trade. Habt ihr was zum Handeln? Ist bei Fremden eher die Ausnahme. Die Herstellung von Spießpfahl, Schutzhalsband
Ratteneintopf. Oh. Lecker, Ratteneintopf, hä? Definitiv, hier muss ich was klauen. Steht außer Frage. Soll ich klauen einfach alles? Ja, obwohl, wenn ich dann erwischt werde. Na doch, ich mach's. 160, das sollte ich ja abhauen können. Ja, mal gucken wir, ob wir von diesen 200 runterkommen. Schade doch nicht. Okay, erstmal Spießpfahl. Spießt eine Leiche auf diesen Pfahl auf, um nach der Rast Einfluss zu erzeugen. Zugewiesen Gefährt verdoppelt den durch den Leichnam erhaltenen Einfluss. Oho. Oh, das ist jetzt mal interessant. Da muss ich gucken, was es ist. Was bringt uns das? Befindet sich das Schlachtfeld im Innenbereich, beginnt der Gegner mit Überraschung. Weiß ich jetzt nicht. Schutzhalsband. Die Priester des Allsehenden Augen haben dieses Halsband nach den Geboten der heiligen Lenait gefertigt, die seit 500 Jahren unverändert gebildet sind. Wenn diese Einheit eigentlich sterben sollte, überlebt sie und das Halsband wird zerstört. Oh, sehr guter Gegenstand. Muss ich jetzt mal so sagen. Sehr gut. Aber zum... Okay, ich rede erstmal mit der anderen. Ich kann euch eine Jagd anbieten, wenn ihr bereit werdet, es mit dem Phantom heute aufzunehmen. Das Grab der Ahnen hat für uns Priorität. Wenn ihr uns also mit diesem Monster helft, sind wir euch sehr dankbar. Nehmen wir natürlich an. Seid vorsichtig, die Bruderschaft der Fährtenleser werden aus gutem Grund in Ultron gegründet. Die Monster der Meute treiben dort ihr Unwesen. Okay, gut zu wissen. Fährtenleser Ortrek. Ich bin Senua zum Hügel im Garusa gefolgt, bevor ich sie aus den Augen verlor. Dieser Nebel im Sumpf, egal ob Kind, Fährtenleser oder sonst wer, würde jeden das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und jetzt habe ich noch was von dir. Am Grab lungerte ein Mann mit seltsamer Kleidung herum. Wir wollten ihn abfangen, aber der Schuft hat uns kommen sehen. Er konnte in den Sumpf entkommen, dort wo der Nebel am dichtesten ist. Und als wir die Suche endlich aufgaben, war meine Schwester Senua plötzlich verschwunden. Es ist unsere Pflicht, Eindringlinge vom Grab fernzuhalten. Wir können es nicht unbewacht lassen. Während wir nach Senua suchen, und darum brauchen wir euch. Wir Fährtenleser bezahlen euch gern jeden Preis, wenn ihr einer der unseren findet. Weißes Leder und Mission von denen. Natürlich mache ich's. Ob sie noch bei der Eindringling ist, er könnte euch zu ihr führen. Wir haben den Verdacht, dass er ein Schmuggler ist. Ihr solltet Reisende auf den Straßen von Udyk befragen. Vielleicht wissen sie ja etwas. Oh, das ist eine interessante Mission. Aber bevor ich weitermache, ich will wissen, was der Spieß macht. Spießpfahl, hier. Herstellen. Ich würde sagen, er ist perfekt hier. Hier ist nämlich hier dieses, dass ich Gefangene fessel, auspeitsche, Leichen aufhängen und Wächter. Okay, was für Leichen?
Oh, muss ich jetzt die, die Leichen von den Gegnern sammeln? Damit das was Effektives bringt? Ich dachte, ich könnte vielleicht auch so ihr Kadaver oder so. Aber anscheinend nein, ich muss hier wirklich Menschen aufhängen. Interessant. Okay, wir haben Wissenspunkt. Wir geben natürlich Spießfall. Erzeugter Einfluss plus 1. Ja, warum nicht? Tut ja nicht weh. So, aufwerten. Da wir das hergestellt haben, können wir wahrscheinlich das auf Level 3 jetzt auch bekommen. Was machst du? Erzeugter Einfluss plus 2. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel bringt, aber okay. Okay, ich muss ein Seil dazu noch machen. Warte, hier die Salzschaufel, damit ich das hab. Okay, Seil. Stell ich mal 3 Stück her. Spießfall 2. Jetzt auch ordentlich Holz wieder weggegangen. Aber ich hab noch. Okay, jetzt muss ich mir merken, ich nehme mir die Leichen von den Gegnern mit. Oh, Kochkeller. Hat die Chance, einen Teil beim Kochen verwendeter Ressourcen zurückzubekommen. Oh, das ist gut. Oh, das nehme ich. Sehr gut. Okay, und zukünftig Leichen mitnehmen. Wie gesagt, ich dachte wirklich, ich kann so Tierleichen noch mitnehmen, aber... Das Seil ist zu lang. Ja, war aber klar. Aber nein, hier ist vorbei. Da oben ist nichts mehr. Wieso jagen die mich? Na egal. Okay, hier haben wir alles erkundet. Ich würde sagen, hier sollte das Grab sein, wenn da schon die ersten Ruinen sind. Vermute ich jetzt einfach mal. Okay, ich gehe hier zurück. Und guck mir an, was da ist. Ich muss hier da oben durch den Wald gehen. Stimmt, ich kann jetzt eigentlich mit diesem Außenposten das holen, was sie mir andrehen möchte. Ja, geben wir ihr. Wunderbar, dank diesen Stechrüsseln wird es mir endlich möglich sein, das sumpfige Ultrum zu verlassen und weit weg ins sonnige Gossenberg zu ziehen. Den Donner des Moors gehört euch, nehmt ihn. Ich bestehe drauf. Mit so einer Waffe kann ich mich in der Stadt nicht sehen lassen. Ihr habt den Donner der Moore erhalten. Der Name klingt auf jeden Fall cool. Oha. Stufe 7 Zweihandstreitkolben. Fügt dem Ziel 20-40% Stärkeschaden zu. Wenn das Ziel ein Moskito ist, erhöht sich der Schaden um 1000%. Okay, also bevor ich gegen Moskito kämpfe, rüste ich die aus. Das ist ja eine Waffe. Allgemein. 27 Stärke ist heftig. Ja, aber bei normalen Gegnern 20-40% sind nicht viel. Was tausche ich gegen deine Waffe denn? Sobald du Stufe 7 bist. Zur Not gebe ich es ihm, so lang. Wenn ich das nächste Mal gegen Moskito kämpfe.
Dann weiß ich auf jeden Fall, die Moskitos, die ich damit haue, die sterben. Die sterben zu 100%. Da gibt's kein Wenn, kein Aber. Eine Arena? Hätte ich fast übersehen. Okay, Aalsuppe, Aalsuppe, Aalsuppe. Nein, das passt so. Okay. Wir haben hier eine wunderschöne Arena. Ah, war doch klar, dass die jetzt... Nee, 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 nee. Komm schon, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Okay. Da dachte ich schon, die hätten mich jetzt. Okay, 20%. Ja, finde ich nicht so cool. 10%, ja, schon besser. Okay, ich gehe jetzt in die Arena. Das bedeutet... Hier, Geschicklichkeit. Nehme ich das mit Stärke auch klar? Ja, komm. Wieso auch nicht? Kritischer Schaden? Ja. Ja, okay. Wenn ihr unbedingt wollt. Rasten. Komm schon, mit den 10% wird wohl keiner auftauchen. Ja, super. Okay, was kann ich darauf tun? Ich könnte die Ratten. Ja, komm. Die 8 Ratten. Ah, bald bin ich mit auf Level 9. Dann kann ich endlich das mit der Langstrecke haben. Dann bin ich ein bisschen schneller auf den Straßen unterwegs. Oh, Femel möchte reden. Nach meiner unglaublichen Leistung im letzten Kampf werden die anderen mich für die beste von allen halten. Und sie haben recht. Oh, da ist jemand von sich überzeugt. Okay, Erfahrung. Ja doch, definitiv Erfahrung. Von den drei Sachen ist Erfahrung das Beste. Für sie zumindest. Okay, mehr gibt's hier nicht zu erkunden. Nein. Okay, ab zur Arena. Die Arena ist immer sehr gut. Allein schon, weil ich da immer eine coole Waffe kriege. Jetzt lass mich raten. Du verkaufst mir nichts, weil ich kein Champion bin. Wenn ihr wollt, dass ich euch etwas verkaufe, müsst ihr euch erst beweisen. Dieser Laden ist ausschließlich für Champions. Sag ich doch. Well, well. Seht an, seht an. Kämpfer wie euch sieht man hier nicht alle Tage. Ihr seid wohl nicht aus der Gegend, was? Keine Sorge, unser neuer Champion hat zu einer Herausforderung noch nie Nein gesagt. Oh, Spürhund. Ich frag mich, was das für eine Waffe ist. Okay, jetzt muss ich mir natürlich wieder überlegen. Wer war das? Okay, Levanor. Hier, Levanor. Dich auch. Ja, doch, weil du das mit dem... 100% Crit hast. Also Odor. So. Oh, wer eigentlich... Nein, nein, nein. Ragnar? Obwohl ich mir bei ihm jetzt nicht mehr so sicher bin. Ich glaube, ich tausche mit ihm wieder die Waffe mit dem. Ja, doch.
Obwohl, wie viel Schaden machst du? 32. Ah, was? Er darf sie behalten. Okay, nehmen wir Ragnar noch. Und eigentlich wärst du doch gar nicht mal so schlecht. Ja, nehmen wir Femel. Oder gibt's noch einen besseren? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Aber nein, ich würde sagen, Femel. Das ist meine Top-Krieger. So, Team anmelden. Das sollten wir schaffen. Neuer Anfang. Alle Gegner müssen Schaden erleiden. Okay, er hat sogar noch Zusatzwölfe. Super. Ist ja fair. Okay, die beiden. Okay, dann du kommst nach hinten. Du greifst ihn alleine an. Das bedeutet, du kannst die beiden angreifen. Das sollte sogar reichen. Okay, du kannst ihn töten. Dann gehst du hoch und mit etwas Glück kann ich den auch. Er hat mit 3 Schaden überlebt, ich glaub's ja nicht. Was für ein Glück. An denen sind Seile gebunden. Okay. Doch, hier, mach einen Rückzug. Auch wenn du ein bisschen Schaden kassierst. Hier, 81. Zack, zack, zack. Okay, war klar, dass du ein bisschen Schaden kassierst. Aber du hast eine Menge. Besonders, weil ich ja hier einen Rückzug gemacht habe. Aua. Okay, perfekt. Außer Gefecht. Komm schon. 51. Schade, okay, dann schaffe ich es glaube ich nicht, dass ich allen Schaden zufügen kann in der Runde. Ich müsste den beiden noch Schaden zufügen, das kann ich nicht. Aber wenigstens konnte ich den Wolf hier noch töten. Oh stimmt, ich kann es ja nochmal einsetzen. Ja doch, ich verbrauche zwar jetzt 3, aber ich bekomme auch 3 wieder, also. Ihr habt die Menge glücklich gemacht. Ihr haltet 3 Tapferkeitspunkte. Und das hat sich gelohnt.